Hallo, hier ist Kai Lehmann live. Wir sind immer noch auf dem World Club Dome Big City Beats. Bei uns ist die Musikgruppe Gestört, aber geil. Herzlich willkommen in Frankfurt. Ihr drei Jungs, wie geht's euch? Ihr habt gerade einen Auftritt gehabt im Stadion, ne? Im Waldstadion, sagt man hier in Frankfurt. Wie war der Auftritt bei euch? War bestimmt super, waren bestimmt sehr viele Leute da, ne? Ja, es hat mega Spaß gemacht, es war voll, die Leute hatten Bock, sind abgegangen und wir auch. Ja, kann man dazu kaum sagen, es war phänomenal und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Mal. Genau, ihr seid ja nicht zum ersten Mal heute hier, ne? Ich glaube schon öfter hier aufgetreten. Ja. Was ist das Besondere für euch am World Club Dome hier? Ich muss ganz ehrlich sagen, immer die Stimmung. Wenn du hierher kommst, die Leute rasten immer aus. Gänsehaut only. Ich habe mir mal angeguckt, ihr habt nächste Woche wieder Auftritte, alles glaube ich schon ausverkauft, ne? Gestört, aber geil, geht richtig ab. Wie geht's denn jetzt weiter bei euch in den nächsten Tagen, Wochen? Ich glaube, ihr seid nächste Woche im Osten, oder? Und da ist glaube ich schon ausverkauft oder gibt es noch ein paar Tickets für nächste Woche, wo ihr auftritt? Die nächste Woche haben wir in Berlin unter anderem, wir sind noch woanders, aber auch unser eigenes Festival in Berlin. Und das ist seit knapp einem Jahr ausverkauft. Also es hat glaube ich 2 Monate gedauert oder so, dann war es ausverkauft. Und ja, das ist natürlich auch immer eins unserer Jahreshighlights mit, weil wir es selber machen und da geht es einfach nur um uns, mein Gott. Und ja, Highlight auf jeden Fall. Erzähl uns da gerne nochmal, wenn ihr jetzt Zeit habt, hier ist ja ein richtig gutes Line-Up, ne? Steve Aoki ist gleich da, morgen David Guetta. Habt ihr auch Zeit, euch vielleicht ein paar Acts anzugucken und auf was freut ihr euch am meisten vielleicht? Also bei uns ist es ja so, ich bleibe heute mal hier und gehe ein bisschen feiern. Und wenn wir mal Zeit haben, gucken wir uns gerne andere Acts an, einfach auch ein bisschen Inspiration zu holen, zu gucken, was machen die anderen so. Das sind ja auch viele Freunde von uns. Und ja, ansonsten ist das absolute Highlight sonst nach den Shows das Bett, ganz oft, damit wir dann in Ruhe schlafen können. Gestört, aber geil, der Name, ich finde ihn richtig lustig. Wie kam es denn dazu, wer hat denn von euch den Namen erfunden oder gibt es da vielleicht eine Geschichte dazu? Könnt ihr es uns mal kurz erzählen vielleicht, wer war es denn? Ja, bei uns ist die Mischung, also es ging immer darum, diese Mischung aus Pop und eventuell auch mal so ein bisschen, ich sag mal, irgendwelchen lustigen Sachen und dann Elektrobeat. Und der Pop steht für geil, das gestört für den Elektro-Sound, gestört aber geil und so sind wir da drauf gekommen. Was war denn in eurer über 10-jährigen Karriere bisher der vielleicht geilste oder gestörteste Moment, den ihr erlebt habt, auf der Bühne oder neben der Bühne vielleicht? Erzählst du die Geschichte vom World Club Dome Winter? Ohne Ticket? Ach so, ja. Ja, ich musste mal beim World Club Dome Winter. Ich bin irgendwie wahrscheinlich zu spät losgefahren. Auf jeden Fall hatte ich ziemlich Zeitstress und musste. Wir standen einmal auf dem Mainstage gespielt und ich musste so in 10 Minuten auf das Stage sein und stand mit meinem Auto noch in der Schlange vom Parkplatz. Hatte nichts mit, irgendwie alles vergessen. Habe dann mein Auto irgendwo auf dem Parkplatz abgestellt, bin zum ersten Security gelaufen und habe gesagt: Hier ist mein Beutel, da ist mein Kopfhörer drin. Ist mein Kopfhörer drin, ich habe nichts dabei, du wirst mir nicht glauben, aber ich muss jetzt auf die Mainstage. Dann habe ich natürlich erstmal ganz komisch angeguckt, hat dann gefunkt und hat gesagt, hier steht jemand, der sagt, der muss auf die Mainstage. Und ich habe es auch so geschafft, komplett einmal durch, ohne irgendwas, auf die Mainstage. Gibt es denn irgendeinen DJ, wo ihr vielleicht sagt, das ist ein Vorbild, mit dem würdet ihr vielleicht mal gerne irgendwann zusammenarbeiten? Boah, viele haben euch schon aufgehört in der Zeit, ne, wo man mal, also wenn wir uns irgendwelche von früher vielleicht so, also ich habe mal früher mal gesagt, Avicii wäre es gewesen, ne, weil das fand ich immer schon als Jugendlicher toll und innovativ und so und das wäre so, aber hast du einen? Ja, wenn ich auch einen von früher nehmen würde, dann würde ich sagen, Armand von Helden. Was hört ihr denn privat für Musik? Ich bin Soul- und Gospelsänger, also ich höre sehr viel Seele mit Herz, sehr viel Sachen, die so unter die Haut gehen. Am besten natürlich den Song Unter meiner Haut von den Jungs. Und ja, ich bin da ganz, ganz groß aufgestellt, weil Musik muss für mich ganz, ganz viel Herz haben. Und die Jungs, ich darf mit denen jetzt schon lange zusammenarbeiten und ich sag mal so, die haben ganz viel Herz dabei. Also, wenn ihr euch ein Set anhört, Bombe. Was war denn euer letztes Privatkonzert, wo ihr wart? Leider nicht meins. Na, das stimmt. Aber ich würde gerne mal zu Ende gehen, aber ich krieg keine Backstage-Karten. Ja. Ich war das letzte Mal bei SCP, das sind Freunde von uns und ich feiere die Jungs einfach mega. Du auch, ne? Ja. Du warst mit bei SCP? Wir waren, also, mit, also waren mit, wir waren beide da und SCP war schon, also bevor ich Musik gemacht habe, habe ich die Jungs schon gehört und bei uns in der Gegend gab es auch schon so kleinere DJ-Edits von ihren unbekannteren Nummern. Die Frau möchte irgendwas. Ah, okay, wir müssen aufhören. Auf jeden Fall, SCP waren wir beide zusammen und das fand man ziemlich geil, weil die Jungs auch sehr innovativ sind. Da ist jeder Song anders und wer es noch nicht gehört hat, wahrscheinlich kennt ihr sie, hört rein, ist geil. Alles klar, dann bedanken wir uns bei euch, wünschen euch alles Gute für die Zukunft und bleibt so, wie ihr seid. Vielen Dank, gestört, aber geil. Dankeschön. Gerne.